Herzlich willkommen zu unserem ersten Hogwarts-Referat im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und das heutige Thema lautet Horcruxe. Aufgeteilt ist es dieses Thema in vier Bereichen. Die Erschaffung von Horcruxen, die Funktion eines Horcrux und die damit verbundene Unsterblichkeit von Voldemort, das Rückgängigmachen von Horcruxen und das Zerstören von Horcruxen. Fangen wir also mit der Erschaffung an. Allgemein bekannt ist, dass für ein Horcrux ein Mord wichtig ist. Aber wie genau spielt sich das ab? Auch in der Muggelwelt ist bekannt, dass ein Mord immer einen seelischen Schaden hinterlässt. In der Zaubererwelt ist dieser Schaden genau bezeichnet. So zerreißt die Seele nach einem mutwillig und kaltblütigen Mord in zwei Hälften. Mit jedem weiteren Mord zerreißt die Seele in weitere Stücke. So erklärt sich auch der Zustand von Bellatrix Lestrange. Das Zerreißen der eigenen Seele ist bei der Erschaffung eines Horcrux noch der einfache Teil. Ist der Mord durchgeführt, muss die Seele durch einen schwarzmagischen Fluch aus dem Körper gerissen werden und mit diesem Fluch in ein Objekt gebannt werden. Die Prozedur sorgt dafür, dass die Seele schwer erschüttert und instabil wird. Die verbleibende Seele erleidet also Schaden. Wie genau diese aussieht, kann man nicht sagen und ist auch allgemein nicht bekannt. Der einzige uns bekannte Zauberer, an dem wir die Horcruxe beobachten konnten, hatte von Geburt an keine normale Seele. Er ist nicht in der Lage zu lieben oder Freundschaft zu empfinden und Treue kann er schon gleich nicht zeigen. So kann nicht gesagt werden, ob Voldemorts Größenwahn von den Horcruxen kommt oder ob es ihm einfach durch den Einfluss von Amortentia bei seiner Zeugung angeboren ist. Der Horcrux ist erschaffen. Aber was genau ist ein Horcrux und was macht er und wie wirkt er? Das, liebe Schüler, erkläre ich euch jetzt. Da Albus Dumbledore, nachdem er Schulleiter wurde, sämtliche Bücher zum Thema Horcrux verschwinden ließ, ist nur wenig bekannt. Aber dank unserer liebsten Streberin Hermine haben wir wenigstens ein paar Informationen. So steht in einem der geklauten Bücher: Ein Horcrux funktioniert gegenteilig wie ein menschlicher Körper. Stirbt ein Mensch, wird sein Körper zerstört, aber die Seele bleibt unversehrt. Erst so können Menschen zu Geistern oder durch den Stein der Auferstehung gerufen werden. Es erscheinen quasi die Seelen in den Abbildern ihrer Gestalt. Wird aber ein Horcrux zerstört, stirbt auch das Seelenstück in ihm. Der Körper des Horcrux-Besitzers bleibt aber unversehrt und die übrigen Seelenstücke ebenfalls. Die Zusammensetzung aus der menschlichen Seelenhülle und Horcruxen erklärt auch, wieso Harry zum Horcrux wurde und Voldemort gar nicht sterben konnte. Zu dem Zeitpunkt, als er Harry tötete, hatte er bereits 5 Horcruxe erschaffen. Und mit dem Mord an Harry wollte er seinen letzten krönenden Horcrux erschaffen. Der Plan ging gründlich daneben. Der Fluch prallte ab und zerstörte die Hülle des vermeintlichen letzten Seelenstücks. Da es aber bereits 5 Horcruxe gab, konnte es nicht in die nächste Welt und musste sich verstecken. Allerdings hatte seine Seele sich trotz des Fehlschlags gespalten. Während sein letztes Stück, was sein gegenwärtiges Denken und Handeln enthielt, nach Transsilvanien flüchtete, blieb das abgerissene Stück zurück. Mangels eines Körpers und des Fluchs, welches es an einen Gegenstand binden sollte, heftete es sich an das einzige lebende Geschöpf, an Harry. So wurde Harry zum Horcrux. Die Seele eines Menschen, der Horcruxe geschaffen hat, kann erst gehen, wenn alle Horcruxe vernichtet oder rückgängig gemacht wurden. Was rückgängig machen geht? Und warum hat Voldemort das denn nicht gemacht? Das fragt ihr euch doch schon seit einer Weile. Nun, da gibt es 2 Punkte. Erstens, es wäre gegen seinen Plan. Zweitens, er ist nicht dazu in der Lage. Denn um einen Horcrux rückgängig zu machen, also das abgerissene Seelenstück wieder aufzunehmen und mit der eigenen Seele wieder zu verschmelzen, ist sehr schmerzhaft. Grundvoraussetzung für das Gelingen ist tiefe und aufrichtige Reue. Schon diese alleine ist sehr schmerzhaft, aber das Aufnehmen der Seele soll so schmerzhaft sein, dass es einen in den Wahnsinn treibt. Ob da Vernichten nicht noch die schmerzfreie Variante ist? Immerhin merkt Voldemort nicht, wenn ein Horcrux zerstört wird. Nicht umsonst besucht er alle Verstecke, wo ein Horcrux war. Aber die Teile zu zerstören ist gar nicht so einfach. Herkömmliche Zauber funktionieren nicht. Um diese zu zerstören, muss etwas her, das unwiederbringlich tötet und zerstört. Uns sind 3 zuverlässige Helfer bekannt, die einen Horcrux zerstören könnten. Erstens das Gift eines Basilisken. Es tötet schnell und zuverlässig. Nur die Tränen des Phönix heilen die Vergiftung.
Übrigens ist dies ein Grund, warum nicht schon im Jahr 2 die Seele von Voldemort in Harry vernichtet wurde. Aber seien wir mal ehrlich, wer hat denn schon dauerhaft Basilistengift bei sich dabei, um ein Horcrux zu töten? Der zweite Punkt sind koboldgeschmiedete Waffen. Denn diese nehmen nur auf, was sie stärker macht. Alles andere wird vernichtet. Aber auch hier ist das Problem, wo bekommt man sowas her? Die dritte und letzte Möglichkeit ist schon etwas einfacher in Anführungszeichen. Wir reden vom schwarzmagischen Dämonenfeuer. Unkontrolliert und wild vernichtet es alles und jeden, der ihnen in den Weg kommt. Nur wenige wissen, wie der Zauber aufzuhalten ist. Auf jeden Fall geht es nicht mit Wasser oder Feuer durchzaubern. Wir stellen also fest, diese Teile, die sich Horcruxe schimpfen, sind zwar hochinteressant, aber nicht wirklich erstrebenswert, wenn man bedenkt, was für Schmerzen man durchleiden muss, um einen zu erschaffen. Ich verzichte dankend. Was ist eure Meinung zu dieser Art von Videos? Hat euch das Thema verzaubert oder habt ihr konstruktive Kritik? Lasst es uns gerne in die Kommentare wissen. Und nun, lasst noch gerne einen Daumen nach oben da, passt draußen vor bösen Greifern und Todesser auf, macht es gut und bis bald.